Herzlich willkommen in meiner kleinen Küche. Ja, ich gestehe, eigentlich bin ich ja ein Weihnachtsplätzchen-Backmuffel. Aber nachdem ich auf dem Kanal von Thermi Manu super leckere Giotto-Pralinen gesehen hatte, ja, und auch gesehen hatte, wie einfach die Zubereitung ist, da kribbelt es mir dann doch in den Fingern. Und die Möglichkeiten sind wieder recht vielfältig, also von Giotto, Ferrero-Küsschen, After Eat, Toffifee, ja, Raffaello und wie sie nicht alle heißen. So war es also kein Wunder, dass diese Pralinen einen regelrechten Hype auslösten. Und da ich dieses Rezept auch gerne in meiner kroatischen Kochgruppe und auch in der serbischen Blogger- und YouTuber-Kochgruppe zeigen möchte, habe ich die Zutaten auch in serbokroatischer Schrift zugefügt. Ja, es können ruhig alle wissen, wie lecker Manus Giotto-Pralinen sind. Und so komme ich auch schon zu den benötigten Zutaten. Giotto, Palmin, Schokolade. Ja, das war's auch schon. Ärmel hoch und los. Mich unterstützt heute dabei von Krups die Prep & Cook und die Minischüssel. 200 Gramm weiße Schokolade werden in grobe Stücke gebrochen und kommen in die Minischüssel. Und über die manuelle Einstellung, Impuls, wird die Schokolade innerhalb von schnellen 8 Sekunden zerkleinert. Ich habe mich heute für Giotto mit leichter Spekulatiusnote entschieden. Zwei dieser abgepackten Streifen, also 18 Kugeln Giotto, kommen nun in die kleine Minischüssel. Ebenso 20 Gramm Kokosfett. Ich verwende Palmin. Der Deckel der Minischüssel wird wieder aufgesetzt und auch der Deckel vom Mixtopf wird wieder aufgesetzt und verriegelt. Und ich wähle wieder die Einstellung Impuls für schnelle 8 Sekunden. Mit Hilfe der Minischüssel kann man Zutaten nicht nur zerkleinern, sondern ja auch ähnlich wie bei einem Wasserbad sanft erhitzen und schmelzen. Ja, und genau das setze ich nun um. Die Minischüssel wird herausgenommen und 700 Milliliter Wasser werden angegossen. Ja, dann wird die Minischüssel wieder eingesetzt. Auch der Deckel wird wieder aufgesetzt und verriegelt. Über die manuelle Einstellung wähle ich Stufe 2, 90 Grad, 8 Minuten. So schaut die geschmolzene Pralinenmasse aus, die nun in ein Silikonförmchen gegossen oder verteilt werden kann. Eigentlich hatte ich mir im letzten Jahr oder vor 2 Jahren eine Silikonherzenform gekauft. Diese finde ich aber gerade nicht in den Tiefen meines Küchenschrankes und war ganz überrascht, als ja, diese neu verpackte Zimtsternenform von Schibo zum Vorschein kam. Und von der zubereiteten Menge her ist diese Zimtsternform optimal. Ach, leider blieb nur ein Esslöffel flüssige Pralinenmasse übrig, denn auch flüssig ist das Ganze schon ein Genuss.
Ach, ich rede wieder und rede und das Filmchen läuft hier weiter. Also, die Pralinenmasse wurde nun in die Silikonform gefüllt und das Ganze kommt für 3-4 Stunden in den Kühlschrank. Und lässt sich nach dieser Kühlpause, wie man sieht, ganz leicht aus der Form drücken. Die Pralinen sollten auch weiterhin kühl gelagert werden, also dafür eignet sich der Kühlschrank am besten. Solche Glückmarmeladegläser habe ich ja immer auf Vorrat und das bietet sich auch heute wieder an, um diese Giotto-Pralinen ja ganz geschmackvoll auch zu verpacken. Ja, und wie zu Beginn des Beitrages erwähnt, eignen sich dafür auch andere Schokoladen und Pralinen. So habe ich im Anschluss auch gleich Toffifee-Pralinen mit Daim-Milka-Schokolade hergestellt. Das Prinzip der Zubereitung ist wieder dieselbe, also ich muss mich jetzt nicht wiederholen. Ich lasse das Filmchen einfach laufen. Aufmerksam auf dieses Rezept wurde ich, wie gesagt, in der Facebook-Gruppe von Thermimanu und auf ihrem Kanal. Den Link zu ihrem Beitrag setze ich gerne unten in die Infobox. Ja, bei den Toffifee-Pralinen hatte ich jetzt nicht 12 Stück abgezählt, wie eigentlich vorgesehen wäre, sondern ich habe die ganze Packung verbraucht und wieder 200 Gramm Schokolade, in meinem Beispiel Daim-Schokolade und 20 Gramm Kokosfett. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich muss das einfach nochmal loswerden, denn schon die warm angerührte Pralinenmasse ist so lecker, dass ich ja da ohne schlechtes Gewissen gerne mit dem Löffel reingehe. Mit dem großen Löffel, versteht sich. Ja, und mengenmäßig habe ich bei den Toffifee-Pralinen nun etwas mehr Masse. Und so habe ich ja in dieser Folie, in dieser Verpackung, die restliche Pralinenmasse gegossen und diese natürlich kalt gestellt. Genau. Not und Hunger machen erfinderisch. Und ich gestehe, eigentlich bin ich ja nicht so der Toffifee-Fan, aber diese warm angerührte Masse ist einfach himmlisch lecker. Und so muss ich im Anschluss gleich mal rumstöbern und googeln und grübeln, ob es nicht auch so eine Art Toffifee-Pudding gibt. Ja, juhu, jetzt ist Zeit für Leckermäulchen. Und Zuckerschnuten. Dies ist übrigens auch mit das beste Rezept, um zu zeigen, was die Mini-Schüssel alles drauf hat. Dadurch, dass die Schokolade und auch die anderen Zutaten nicht in der großen Schüssel, also nicht im großen Mixtopf zerkleinert wurden, müssen wir auch nicht mit dem Spatel ständig die zerkleinerte Masse nach unten schieben. Ja, und auch das sanfte Erwärmen im Wasserbad kann nicht verkehrt sein. Ja, vielleicht werde ich so doch noch ein Fan von Weihnachtsgebäck. Bisher hatte ich immer das große Glück, dass ich backbegeisterte Freundinnen hatte oder habe, die mir gerne auch zwischendurch einen bunten Teller vorbeibringen. Ja, und hier sieht man schon ganz leicht, ganz dezent mein nächstes Backprojekt. Fantastisch leckere Schapice. Ein typisches Weihnachtsgebäck aus dem ehemaligen Jugoslawien, welches ähnlich wie Bärentatzen ist. So, und hier zeige ich jetzt meine Toffifee-Praline, welche ich in die Verpackung gegossen hatte. So, und wer nun auch neugierig auf die Minischüssel der Prep & Cook geworden ist, den Link setze ich auch gerne unten in die Infobox.
Jede Woche zeige ich Rezepte aus unserer Facebook-Gruppe, Rezepte aus dem ehemaligen Jugoslawien und Nachbarländer und Rezepte von Freunden und aus der Familie, klassisch und manchmal auch modern umgesetzt. Meine Rezeptbeiträge zeige ich auch auf meiner Facebook-Seite Jana Cook for You und in meiner neuen kleinen Facebook-Gruppe Rezepte von und mit Jana Steinzeit. Ja, und hier gab es nochmal ganz dezent den Hinweis auf mein Gewinnspiel und auch darauf, dass ich Krups Purple Cook Markenbotschafterin bin. Tschüss!